Na gut, dann gib mir eine Tüte Otternasen, ja? Ja, auch. Ihm auch. Danke, Leutsch. Seid ihr von der Judäischen Volksfront? Verzieh dich! Was? Judäische Volksfront, Quatsch! Wir sind die Volksfront von Judäa! Judäische Volksfront! Schwächlinge. Kann ich in eurem Verein mitmachen? Nein, verpiss dich. Ich wollte dieses Zeug nicht verkaufen, das ist nur ein Job. Ich hasse die Römer genauso wie ihr! Sagst du das auch nicht nur so? Oh nein, todsicher. Ich hasse die Römer schon lange. Hör zu, wenn du eintreten willst in die VVJ, dann musst du die Römer wirklich verdammt hassen. Das tue ich ja. Oh ja? Und wie sehr? Wie ein Verrückter. Du bist aufgenommen. Hör zu! Es gibt Typen, die wir noch mehr hassen als die Römer. Diese verfluchten judäischen Volksfronten, ja, Mistkerle. Spalter. Und judäische populäre Volksfronten. Ja, Spalter. Mistkerle. Und die Volksfront von Judäa. Ja, alles genau. Spalter. Die Volksfront von Judäa. Spalter. Wir sind die Volksfront von Judäa. Oh. Ich dachte, wir wären die populäre Front. Mann, Volksfront. Was ist eigentlich aus der populären Front geworden? Die sitzt da drüben. Spalter! Seit einigen Wochen wird immer wieder gegen Rechtsextreme demonstriert. Und der Kampf gegen Rechtsextreme ist ja wichtig und voll in Ordnung. Aber man sollte auch den Linksextremismus nie vergessen dabei. Der ja mindestens genauso schlimm ist wie der Rechte. Hier mal ein Beispiel. Die Tabelle wurde mir allerdings nur in zwei Teilen angezeigt. Dafür sieht man da aber hier viel besser, wo die Gefahren lagen. Die Zahlen sind aber leider nur von 2022. Das sind die Zahlen für Delikte, die man auch eher für Gewalt bzw. Verbrechen hält. Wie ihr seht, kommt da genauso viel Gewalt von links, wenn man die Tabelle nie allzu penibel betrachtet. Ansonsten wäre es mehr von links. Sehen wir uns dagegen den Rest der Tabelle an. Fällt uns gleich auf, dass hier extrem viele rechte Straftaten erscheinen. Schauen wir aber genauer hin, besteht hier der Unterschied in Propagandadelikten und andere, sicher auch nur unbedeutenden Straftaten. Hierzu zählen unter anderem solche Memes, wie letztens noch dieses, im Original mit dem Gesicht von Herrn Habeck. Ich habe allerdings auch hier den Eindruck, dass die AfD-Politiker bei solchen Beleidigungen einfach bloß lächeln, während sich andere darüber auf echauffieren und dieses zur Anzeige bringen. Bis hierher habe ich zu diesem Thema die künstliche Intelligenz von Microsoft Bing genutzt, aber dieser waren meine Fragen wohl zu politisch, sodass die sich jetzt gerade verabschiedet hat. Es gab dazu auch ein paar Videos von anderen YouTubern. Ist schon erschreckend, was hier unter der Farbe des Regenbogens alles passiert. Früher hat die Regierung versucht, ihre Arbeit besser zu machen, wenn andere Parteien bei Umfragen besser wurden. Heutzutage demonstriert man lieber gegen die Opposition oder überlegt, ob man sie nicht besser gleich verbieten kann oder zumindest mundtot machen. Als das nach den Bauerndemos anfing, glaubte ich noch, die Demos wären in Wirklichkeit gegen Rechtsextreme. Aber wenn man die Plakate sieht, geht es nur gegen Meinungen, die nicht einer bestimmten Klientel entsprechen. In letzter Zeit war das Demokratieförderungsgesetz wieder in aller Munde. Auch wurde sehr viel darüber diskutiert, wie man mit Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze verfahren sollte. Jetzt wird mir klar, was damit gemeint wurde. Der Schulleiter von einer Schule in Riebnitz-Damgarten rief letztens die Polizei, weil eine 16-jährige Schülerin ein Werbevideo der AfD auf TikTok geteilt hat. Des Weiteren soll sie gesagt haben, dass Deutschland nicht einfach nur ein Ort auf der Landkarte ist, sondern Deutschland ist meine Heimat. Das ist in den Augen einiger Leute eben doch zutiefst rechts und berechtigt schon, diese als Nazi zu bezeichnen. Der Schulleiter rief daraufhin die Polizei und die rückten auch gleich in der Schule ein. Sie stellten fest, dass hier keine Straftat vorliegt und alles in Ordnung ist. Trotzdem entschloss man sich, die Schülerin aus dem Unterricht zu zitieren und ein Gespräch mit ihr zu führen. Das Aufklärungsgespräch
zwischen den Polizisten und der Schülerin sollte sie vor möglichen Anfeindungen schützen, die sich aus ihren Aktivitäten in sozialen Netzwerken ergeben könnten. Laut Innenminister Christian Pegel wäre das eine Gefährderansprache. Er sieht dabei keine Schwierigkeiten. 3 Polizisten, also eine Dame und 2 Herren, plus Rektor der Schule, wird zum Chemieraum gestiefelt. Rektor geht in Raum, holt Mädel aus Klasse und 1+4 im Laufgang retour zum Rektorzimmer. Auf dem Weg dorthin muss, das hat mir mein Kind von seiner Schule auch berichtet, dass es sowas vorkommt, die Gruppe an herumlungenden 12-Klässlern vorbei. Damit war das Ziel der öffentlichen Einschüchterung bereits in erster Etappe erreicht. Schritt 2, ein Aufklärungsgespräch. Wie das Mädchen selbst erläuterte, war dies angeblich zu ihrem Schutz gedacht. Und was genau die beteiligten Polizisten damit meinten, sollte sich in den nächsten Tagen nach dem 27. Februar schnell herausstellen. Denn das war nach erfolgter direkter Einschüchterung durch die Staatsgewalt Schritt 3 der Zersetzung einer Minderjährigen. Die Gute wurde nämlich in Chatgruppen und auf ihrem TikTok-Account massiv belästigt mit Nazi-Anwürfen und dass kein Platz für eine solche wie sie auf der Schule sei. Ende vom Lied. Ein Schulbesuch war ihr so verlitten, dass ihre Mutter insistieren musste. Dies tat sie dann auch, indem sie die Tochter aufforderte, weiterhin zur Schule zu gehen und auf die einzige Weise, die diese übergriffigen Staatsvertreter überhaupt noch verstehen. Mit Hilfe einer alternativen Zeitungsagentur. Aber ich finde hier was höchst unmöglich. Wenn ich zu meinen Schulzeiten von Direktor und Polizei aus dem Unterricht geholt werden würde, wäre ich zutiefst erschrocken und geschockt. Man hätte doch warten können und in der Pause das Gespräch etwas diskreter führen können. Ich finde, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Wenn man Personen, die eine andere Meinung als die gängige Regierung hat, gleich so einschüchtert und versucht, mundtot zu machen, wie wir alte DDR-Bürger das noch gelernt hatten, wird die Schülerin das nächste Mal genauer überlegen und prüfen, mit wem sie sich über ihre Meinung reden kann und mit wem nicht. Das ist meiner Meinung nach wieder ein großer Angriff auf die Meinungsfreiheit. Und aus.